Ja, moin Freunde, ich begrüße euch zum neuen Video. Wir machen heute mal irgendwas, was wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht haben. Und zwar fahren wir jetzt mal zu einem Ort hier bei mir im Dorf, jetzt nicht so weit weg. Ich bin jetzt hier unten auf der Wiese und zwar habe ich gestern Abend nochmal eine Nachricht bekommen, dass ein Baum umgebrochen ist. Und da fahren wir jetzt mal hin. Wir schauen mal, was wir zu tun haben und ob wir da noch irgendwie was Schönes rauszaubern können. Ja, das wäre mal wieder super. Kaum ist man da, fängt es an zu regnen. Aber ich glaube, es ist unschwer zu erkennen. Wir haben es mit einer Robinie zu tun, die es umgeworfen hat. Das ist sehr ungewöhnlich. Nicht, dass die auch noch grün ist. Ich glaube, hier komme ich gar nicht durch. Aber nur mit Akrobatik wird wahrscheinlich irgendwas dran faul sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Gucken, wie es hier weitergeht. Die scheint echt groß zu sein. Also zumindest denk mal, bis hierhin könnte es sogar nutzbar sein. Robinie ist ja ein tolles Holz. Ab dann wird es etwas gelenkiger, was sportlicher. Und ja, hier endet's. Stehen offensichtlich auch noch ein paar Ahornbäume und Walnussbäume. Denke ich auch mal irgendwie verwildert oder so. Bei der sieht jetzt auch nicht mehr so super aus, wenn ich mir das gerade so anschaue. Also Junge, Junge. Man tatsächlich vielleicht auch mal überlegen, ob man den Walnussbaum wegmacht. Hier sowieso schon alles kreuz und quer fliegt. Sogar hohl unten drinne. Scheinen die Tiere zu wohnen. Ja, ich weiß gar nicht. Der sieht sehr, sehr grün dafür aus, dass hier unten sehr viel kaputt ist. Aber so ist die Natur. Und so schnell kann es gehen. Auch noch ein Loch drinne. Ich glaube, aus denen lässt sich nicht mehr so viel rausholen. Nee, aber so schnell kann es gehen. Plötzlich liegen die Bäume unten. Ich bin mal gespannt, was da letztendlich der Grund für gewesen ist. Denn wir könnten sehr wenig sehen, fällt mir gerade auf. Denn wie ich schon gesagt habe, Robinie ist eigentlich sehr stabil. Können ja mal zum Stammfuß hinlaufen. Aber oh ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als ob es gammelig ist. Mal schauen, wie viel da überhaupt rausholen können. Wäre schade, weil ich denke mal, die hat schon ein bisschen was am Durchmesser. Aber wir schauen mal, was es rausgibt.
Ja, Robinie ist immer etwas dornig, merkt man dann, wenn man da durch die Krone muss. Also er ist tatsächlich sehr gesund dafür, dass er umgebrochen ist. Also hier ist ein bisschen Fäulnis im Kern und sind auch die Ameisen drin, aber es ist nicht viel. Ich habe ja hier 1,20 Meter runtergeschnitten. Daraus kann man ja auch noch mal so ein paar Kleinigkeiten rausholen. Gerade wenn ich das hier sehe, finde ich das sehr cool. Das liebe ich bei der Robinie, diese kleinen Maserknöllchen. Und hier sind ja auch anscheinend welche. Und hier gibt es noch mehr. Kann sein, also, dass die hier überall vertreten sind. Man sieht hier, der nächste ist komplett gesund, auch wenn die Form natürlich ja nicht die beste ist zum Schneiden. Also hier hat man natürlich sehr viel Abfall. Und dann gibt es noch ein paar andere Stücke. Ich werde jetzt mal das Brennholz noch rausholen und hier ein bisschen aufräumen. Mal schauen, ja, ob das Wetter sich hält, ob es weitergehen kann oder nicht. So, ich bin jetzt doch noch am Einschneiden. Versuch's zumindest. Ich werde mich auch kurz halten, weil wir haben schon echt später Nachmittag. Der ist jetzt 2,50 Meter lang, habe ich den geschnitten. Unten maximal Paaren 30, Anfang Paaren 30 und oben 25. Ich dachte erst, dass ich vielleicht aus dem dickeren Bohlen schneide. Bin mir jetzt nicht so sicher. Auch die Stammform ist halt sehr komisch dafür. Ich weiß nicht, werde wahrscheinlich spontan schauen. Vielleicht werde ich auch gemischt Bohlen, Bretter schneiden, je nachdem. Aber ich wollte nicht so viel reden, weil, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Zeitdruck und ich würde mal sagen, wenn ich ein paar spannende Sachen finde, melde ich mich. Also ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt aufgebe. Weiß halt nicht, was ich machen soll. Die Kette ist stumpf, habe nicht die richtige Feile dafür da. Da verhunze ich mir nur noch mehr. Ja, keine Ahnung, die Ersatzkette läuft nicht in dem Schwert. Fragt mich nicht, was da los ist. Also ich bin, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt dabei, also ich, keine Ahnung mehr, was ich jetzt da noch machen soll. Ich kann jetzt nach Hause fahren, die Kette schärfen, kann jetzt dann irgendwann wahrscheinlich im Halbdunkeln noch den Stamm klein schneiden. Also ja, wenn es läuft, dann läuft's. Ja, Freunde, ich habe jetzt mal ohne euch weitergemacht. Ihr seht auch anderes Schwert. Das war jetzt nochmal eine richtige Aktion, ey. Ich glaube, ich nochmal 45 Minuten gebraucht für die letzten drei Schnitte, so ungefähr. Hab die nach Hause, hab die Kette scharf gemacht, bin wieder her.
Hab dann zwischenzeitlich gewechselt auf dem Schwert läuft die Ersatzkette irgendwie. Also das war wirklich die Hölle. Also Rubinie ist ja schon irrsinnig hart. Aber das allein ist eigentlich kein Problem, weil frische Rubinie, ich habe es jetzt zwar schon länger nicht mehr geschnitten, aber frische Rubinie ist eigentlich ein Gedicht. Allerdings hier, man sieht das ja teilweise noch, wie farbintensiv das hier am Rand ist, auf der einen Seite und ja, wie wenig auf der anderen Seite oder auch in der Kernmitte. Sieht man auch, ist ein ganz klein bisschen dunkler. Und ihr habt das ja auch vielleicht schon von außen gesehen, da waren, man sieht das hier überall ja so richtig viele Streifen. Da hat es auch schon über Wald, die abgestorben waren, hier drüben auch. Und darunter war das Holz natürlich fotztrocken. Und das war damit das Hauptproblem. Und wenn die Kette minimal stumpf war, ging da halt gar nichts mehr. Also ich habe ja zwischendurch über die Kette drüber gefasst. Also ratzescharf war sie ja nicht mehr. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich da schon direkt gewechselt hätte. Also durch jedes noch andere Holz wäre es noch super durchgekommen. Und du bist oder du hast auch vorne in den Zopf reingeschnitten und das ging halt super flott durch, weil da noch alles schön frisch und grün war. Und ja. Sobald man dann ein paar Zentimeter weiter war, hier vorne sieht man das ja bei den mittleren Teilen dann sehr, sehr gut. Da hatte sich das ja bis ungefähr zum Ast da hoch gezogen mit den trockenen Stellen und da ging dann halt gar nichts mehr und das war, boah, das nervig, ey. Also fürchterlich. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und es liegt ja noch ein ganzer Stapel da mit, ja, ich glaube, vier Stämmen oder sowas. Aber die müssten jetzt dann besser sein. Also wie gesagt, oben ging es ja relativ gut rein. Und das letzte untere Teil, es gibt halt noch das Stückchen, das ich eigentlich auch einschneiden wollte, das war unten faul. Und halt wollte ich ein bisschen ringsherum schneiden und da so mal gucken. Aber das war ja wirklich, also es war jetzt eine Tortur, keine Ahnung. Also und dann hier, ihr seht das ja, die Bohlen sind ein bisschen oder die Bretter sind jetzt geworden, ein bisschen krumm. Und ihr wisst ja, was das für eine Freude macht auf dem Logoso. Das Logoso hat ja immer sehr, sehr viel Freude daran, wenn wir krummes Holz schneiden. Das macht ja dann immer am meisten Spaß. Also das war die Hölle. Die Bretter an sich sind echt schön. Es sind relativ wenig Äste drin. Aber es sind immer mal wieder so kleine Maserknöllchen drin. Und sind natürlich am Rand besser ausgebildet. Jetzt weiß ich nicht, wie gut man das sieht, aber hier sitzt mal eins oder hier hinten sitzt mal eins. Und die findet man überall wirklich konsequent wieder. Und die machen das Holzbild ein bisschen interessanter. Ich glaube, hier auf dem Seitenbrett sind besonders viele hier, hier, hier. Da ist eine kleine Mini-Maserknolle. Überall alles voll mit Baby-Maserknollen. Ich habe letztens mit sowas mal gearbeitet, auch mit so einem Stück Rubinie mit so Baby-Maserknollen drin. Das sieht schon sehr schön aus, später, wenn man das ölt. Also Rubinie ist wirklich schon traumhaft schönes Holz. Echt froh, dass ich da mal wieder rankommen konnte, dass es jetzt so genervt hat. Boah, also das will ich mal eine Zeit lang richtig ärgern, was der hier heute los war. Aber wie gesagt, ich habe euch jetzt den Rest nicht aufgezeichnet. Da ist jetzt nicht viel Spannendes passiert, also dass ich mich vielleicht noch ein paar Mal aufgeregt habe und ja, fast mit der Axt aufs Logo so losgegangen wäre. Seht ihr, es gibt noch mehr Rubinie, aber die gibt es nicht mehr heute. Ich verabschiede mich damit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.